So, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von We Happy Few. Und ich stelle gerade fest, dass ich gerade noch Kacke gebaut habe. Ich muss nämlich das hier nochmal eben schnell auf 7. Ja, das war fast richtig. Ich probiere es nochmal. So, schon besser. So, ja, genau, wir wollten weitermachen. Drogelbecher. Genau. In erster Linie Drogelbecher. Ich muss noch ein bisschen schlafen. Getrinken und ein bisschen essen. Was essen wir denn? Wir essen mal ganz kurz eben hier so ein Berry. Und noch eine Berry. Trinken können wir gleich draußen am Ausgang. Das ist ja gar kein Problem. So, hier ist dieses riesengroße freie Gebiet. Da sollen wir hin. Wir können jetzt aber erstmal hier oben an der Straße lang gehen, würde ich sagen. Piss off, you! Hat er nicht gesagt. Do we look like a bed and breakfast? A man's home is his castle. Halt die Klappe! So. Geht der mir auf den Fuß hier? Da laufe ich da einmal vorbei. Und da kackt er mich direkt von der Seite an. So, ich finde sowas echt schlimm. So richtig wieder so typisch assig. Da machst du nichts, denkst du nichts Böses. Da wirst du direkt angeraunt. Von so einem frechen Bübli. Schön ist es hier. Kommen wir irgendwo durch? Man kommt hier echt hoch. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Rotten Carrot, sehr schön. Bridge, warte mal. Bridge. Dear Committee, it's a lovely day for Bridge. So if we can try our luck in the wilderness, I'd rather do it with things in store, which my camera is no. Okay. Oha, wo sind wir denn hier? Wild Picnic Encounter. Oha, ich glaube, wir müssen uns jetzt hauen. Das ist doch sowieso die totale Falle hier. Die wollen mich doch jetzt wirklich nicht... Ich sehe hier niemanden. Und ich glaube, das ist jetzt echt ein kapitaler Fehler, hier reinzugehen. So, will ich das Ding geht doch tausendprozentig zu. Da jetzt reingehen? Ich glaube, ich mache das anders. Ich werde mal versuchen, da drauf zu springen. Thank you.
not just pure little victory. A victory. Verdammt. Look, I don't even want to be here. So, wo ist die Nummer 3? Oh, ich habe direkt zwei Stück auf einmal weggehauen. Ist auch praktisch. Iron Lung, Rotten Apple, sehr schön. Locked, ich brauche also wieder einen Lockpick. Naja. Eva, du kannst es probieren. Ich weiß aber nicht, ob ich dir eine Antwort darauf geben werde. Oh. Dann brauche ich mal ganz kurz eben Lockpick. So, du kannst mal genug Metallsachen. Toll, 10 Coins. Das ist ja ganz prima. You lad, in a little while. You're not the bloody help, are you? They're not coming back. I'll just, Er wollte anfangen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin hier nur der Unschuldige, der angegriffen wurde. Glaube ich. Ich hab doch schon gesagt, dass wir das nicht werden. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Und jetzt beantworte ich keine weiteren Fragen mehr in die Richtung. Punkt. Hi. So. Wo sind wir denn hier? Ein Stein. Ein relativ großes Haus. Wo sind wir denn jetzt hier? Ein Campingplatz. Moin, fliegender Controller. Das, ja. Kenne ich irgendwoher. Meine PlayStation-Controller sind damals auch relativ oft geflogen. Oh, Blaubeeren. Blaubeeren sind gut. Ja, dann gehen wir erstmal ein bisschen weiter hier. Ne? Da drüben ist wieder dieses Minenfeld. Das wollen wir jetzt gerade natürlich nicht machen. Wobei eigentlich, ich sollte es ja machen. Auf Wunsch einiger Leute. I miss my old bed. Ja, ich, wir gehen gleich nach Hause. Dann kannst du dich ausschlafen, Kollege. Ne? Was haben wir hier? Boah, Gift. Warum sagt mir das denn keiner? Oh, der Cricket-Schläger haut aber auch schon wirklich rein. Das ist schon... Ich würde mal vermuten, im Moment so die beste Waffe, die wir finden können. Da sind wir noch nicht lang gelaufen. Da sind noch ein paar Flecken. Okay, da drüben ist noch eine Aufgabe. If you give a pig a pancake, then the pig have a pancake. Na, manchmal ist die Kletterphysik halt doch noch ein bisschen... Oh, there's got to be a safe bed around here someplace. Ein bisschen merkwürdig. Okay, dann laufen wir jetzt mal hier lang, genau. Da sind wir nämlich noch nicht durch. Und dann komme ich wieder zurück nach Hause. Dann können wir uns dann nochmal ordentlich ausschlafen. Church Service. Feather. Wir müssen auch noch die Puppe abgeben, ne? Die haben wir ja auch noch in der Tasche, fällt mir gerade so ein.
Oh, hier waren wir aber auch noch nicht. Oh, bees hurt. Wear your bee suit. Woher kriege ich denn einen bee suit? Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo das das Bienending ist. So, wir schlagen jetzt einfach mal diese Richtung ein hier. Ja, wir müssen jetzt definitiv mal nach Hause. Och, ich ganz, ganz selten mache ich mal was auf Twitch. Ja, du steinigst mich mit Steinen. Du bist ein echter Pfiffikus. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Auf diese Option. So, hier ist noch was drin. Ich hoffe, die Richtung... Was liegen sie denn hier so rum? Ach, der war der, der vorhin so frech war, ne? Genau. Der irgendwas meinte von wegen... Hey, du! So, zipp. Und rein in die gute Stube. Ich glaube, eine Viertelstunde ist es gleich auch schon wieder rum hier. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm. Personalsafe. Eine Feder. Eine leere davon. Davon, davon, davon. Berries. Bandagen. Auch sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier so langsam, aber sicher mal... Carrot. Wieso schleppe ich die eigentlich immer noch mit mir rum? Bin ich eigentlich nur Dülle? Rancid meat. I wouldn't eat this unless you had to. Okay. Das lassen wir dann also lieber mal gerade. Hier tun wir nochmal eine Waffe weglegen. Boah, was können wir uns denn noch alles craften? Beziehungsweise was müssen wir denn? Wir haben so viel Zeug. In erster Linie wäre vielleicht gerade mal eine Mütze schlafen nicht ganz so verkehrt. Sweet dreams, Arthur. So, und jetzt können wir erstmal was wegfressen. Jetzt haben wir nämlich Kohldampf. Das heißt, wir hauen uns mal eben schnell hier so ein Kartoffelchen rein. Ein Kartoffelchen geht ja immer. Wobei wir auch erst das ranzige Zeug hätten essen können. So, ich esse mal so einen ranzigen Pilz. I hope I'm not actually coming down with something. That'd be rich. Dann schlafe ich nochmal zwei Stunden. It's been a hard day's night, that was. Okay, 4 Stunden schlafen wäre vielleicht eine Option gewesen gerade. Now I lay me down to sleep. So. Die Puppe müssen wir abgeben. Das Ding brauchen wir zum Aufmachen von Dingen. Und ich esse mal ein bisschen was davon. Muss ich mir fürs nächste Mal merken. Erst was Gammeliges essen, dann hinlegen und 4 Stunden schlafen, dann passt das. So. Was können wir uns denn jetzt noch bauen, damit hier mal so ein paar Sachen verwurstet werden? Eine Dirty Bandage brauchen wir nicht. Enhanced Rock. Ja, super. Das bringt uns gerade erstmal alles nichts, wirklich. Ein First Aid Kit können wir machen. Okay, eine Bandage. Da fehlt uns jetzt natürlich noch ein bisschen das Duct Tape für. Dirty Bandage. Bandage. Den Rest. Aber wieso haben wir denn so viele Blätter, ey? Können wir da nicht... Ich glaube, das wird auch nicht besser, wenn wir die ganzen Blätter einfach in Dings so umwenden. Ja, in diese hier umwenden, oder? Naja, 2 Stück. Wir haben ja noch 71. Komm, also erstmal das Zeug hier weg. Komm. Kann jetzt ein bisschen dauern. So. Und wir haben die ganze Tasche voll mit Medikamenten. Strange how everyone looks the same.
I wonder if that's just a side effect that's stuck. So, Elite Healing Gedönse. Haben wir noch eins von. Das packen wir mal dahin. Ah, zum Werfen. Okay, dann können wir das nämlich hier vielleicht mal ausrüsten. Nur wie wächst dich die Sachen hier, ist die Frage. Es wird nicht besser gerade. Die Medikamente lassen wir mal hier. Wir haben ja tausende von den Dingern. So, das Zeug essen wir oder schmeißen wir halt irgendwo mal weg. Ich weiß es noch nicht. Wir packen das jetzt erstmal hier in das Teil hier rein. So, dann haben wir nämlich jetzt mal ein bisschen Luft hier. So, jetzt beenden wir die Folge. Sehen uns in der nächsten hoffentlich wieder. Bis dann, alles Gute. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.